eine der größten Olivenplantagen im Süden Andalusiens. Das Wasser kommt durch diese Leitungen dort, aus dem Becken, und wird dann mit dem Dünger gemischt. Die letzten Grundwasserreserven werden dafür angezapft. Für 4 Millionen Bäume braucht man 10 Liter Wasser. Für jeden einzelnen Baum. In Andalusien geht das Grundwasser zur Neige. Den Wassermangel bekommen Mensch und Natur bereits zu spüren. Die momentane Situation des Grundwasserleiters ist, glaube ich, dramatisch, weil das Wasser versiegt, wenn es nicht schon versiegt ist. Pepe Rivera. Seit mehr als 20 Jahren engagiert er sich in einer großen Umweltorganisation für die Natur in seiner Heimat Andalusien. Hier im Süden Andalusiens ist Wasser zu einer umkämpften Ressource geworden. Ganze Flüsse trocknen aus. Immer mehr Menschen müssen ihre Dörfer verlassen. Eines dieser Dörfer ist Gotcha. Pepe Rivera und sein Freund David Dean besuchen das fast ganz verlassene Dorf. Wo sind Sie? Ist hier jemand? Buenos días. Das Wasser kam immer von der Quelle da oben. Aber seit Sie auf das Wasser gestoßen sind, ist die Quelle versiegt. Hier ist nichts mehr. Wie viele Menschen leben hier normalerweise? Manche kommen nur am Wochenende. Ansonsten sind es vielleicht 2, 3, 4, die geblieben sind. Das sind wahrscheinlich Einwohner, die nicht mehr in die Stadt umziehen wollen, die hier aushalten, weil sie sich hier auf dem Land wohler fühlen als in Almería oder Barcelona, trotz des Wassermangels. Alle jungen Leute sind weg. Und Sie? Waren Sie schon immer Bauer? Ja, ich bin hier aufgewachsen. Früher, als es noch genug Wasser gab, hatten wir hier unsere Gärten. Wir bauten Hirse an und wir hatten Tiere. Alles. Tiere gibt es nicht mehr, oder? Hier? Nein, nichts mehr übrig. Das Einzige, was bleibt, ist die Ödnis in Gotcha zu dokumentieren. Es gibt kein Trinkwasser, nicht mal Wasser für die Bewässerung. Das zwingt die Leute dazu, von hier wegzugehen. In Gotcha ist niemand mehr. Es gibt keine Kinder, keine Schulen, es gibt gar nichts mehr. Früher wurde hier Wein angebaut und auf dem Feld wuchsen Orangen. Bis vor einigen Jahren lebten in Gotcha noch mehr als 100 Menschen. Die meisten von ihnen lebten von der Landwirtschaft. Die Folgen des Wassermangels bekommen auch die Ökoaktivisten im Nachbarort Los Molinos zu spüren. Auch dieser Ort droht auszutrocknen, befürchtet der Umweltaktivist David Dean, der hier seit mehr als 20 Jahren lebt. Im Moment liegt mein Fokus im Hier und Jetzt. Ich kümmere mich um das Wasser hier, um die Situation, die unsere Existenz bedroht, und die Möglichkeit, hier weiterhin zu leben. Der 66-Jährige hat es geschafft, dass sich nun ein Sonderbeauftragter der UN um die tatsächlichen Gründe des Wasserproblems kümmert. Meine Hauptarbeit findet eigentlich in Nordeuropa statt. Zusammen mit den wichtigsten Umweltschützern weltweit haben wir aber festgestellt, dass die aktuellen Umweltgesetze nicht die Natur schützen. Am
Am nächsten Morgen fahren Pepe und David in ein Agrargebiet nahe der Stadt Almería. Dort ist eine der Ursachen des Wassermangels zu finden. Vor etwa 4 Jahren haben verschiedene Großinvestoren angefangen, eine riesige Fläche in dieser trockenen Region mit Olivenbäumen zu bepflanzen. Die mehr als 4 Millionen Bäume benötigen Unmengen an Wasser. Pepe und David sammeln seit langem Zahlen und Fakten. Immer wieder prüfen sie die Situation auch vor Ort. Die Plantagen sind frei zugänglich. Wem genau sie gehören, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Das Wasser fließt durch die Düngeanlage und von dort aus verteilen sie das Wasserdüngergemisch auf alle Pflanzen. Am Manometer können die Umweltaktivisten ablesen, mit welchem Druck das Wasser aus der Erde gepumpt wird. 4, nein, 5 bar. Das Wasser wird unsichtbar über im Boden verlegte Leitungen zu den Olivenbäumen gebracht. Ein Großteil des Wassers wird für die Bewässerung sein. Und für die Düngemittel. Kannst du die Zu- und Abläufe dort sehen? Da kommt der Dünger her. Das ist der Bewässerungskopf. In den grünen Tanks ist der Dünger. Für 4 Millionen Bäume braucht man 10 Liter Wasser am Tag. Für jeden einzelnen Baum. Die Plantagen liegen zu einem Großteil über einem unterirdischen Wasserreservoir. Es gibt mehrere Besitzer. Zum einen ist das die Firma Gespata. Der Besitzer heißt Juan Carrion. Was den anderen angeht, bin ich mir nicht sicher. Der andere Besitzer hat wohl eine ähnliche Anzahl von Bäumen. Wenn wir das ganze Ausmaß bei Google Earth betrachten, kann man sehen, dass 85% des Wasserreservoirs hier mit künstlich bewässerten Olivenbäumen bedeckt sind. Die Auswirkungen dieses extremen Olivenanbaus sind weithin spürbar. Ein Naturschutzgebiet etwa 60 Kilometer entfernt. Seltene Wasserschildkröten sind hier zu Hause. Ihren Lebensraum verdanken sie einem der wichtigsten Flüsse der Region, dem Rio Aguas. Seine Quellen versorgen die einmalige Flora und Fauna. Und die Bewohner eines Ökodorfes namens Los Molinos. Noch. Haben wir alles? Wir haben die Wannen, das Seil, Kameras. Los geht's! Wir haben Leute und Energie. David und einige Bewohner von Los Molinos machen sich auf den Weg zur Quelle des Rio Aguas. Das Wasser fließt durch einen Tunnel, der vor mehr als 2000 Jahren gegraben wurde. Damit er nicht verstopft, muss er regelmäßig gereinigt werden. Viele Stellen des ehemaligen Flussbettes sind bereits ausgetrocknet. David überprüft regelmäßig den Wasserstand. Zehn Zentimeter gefallen innerhalb von einer Woche. Das ist sehr beängstigend. Wenn das so weitergeht, werden wir schon bald große Probleme haben. Die wichtigste Quelle des Rio Aguas sprudelt immer spärlicher. Weil Olivengroßplantagen das Grundwasser anzapfen, kommt hier immer weniger an. David und seine Freunde müssen den Kanal sauber halten und vom Schlick befreien. Die enge Tunnelanlage haben einst Kinder gebaut. Okay, we're coming down. Das Wasser ist eiskalt. Der Tunnel stockdunkel. Okay, Lukas, can you come up, please? Lukas, kannst du bitte hierher kommen? Hey, Lukas.
Kannst du das nehmen? Ich zieh's raus. Bleib da, wir haben noch mehr. Diesmal haben sie alte Jutesäcke herausgezogen, die mit der Strömung in den Tunnel gelangt sind. Das letzte Mal nach einem Sturm verstopfte ein Baumstamm den Tunnel. Quite substantial. Muy bien. Das ist unsere letzte Wasserversorgung. Was wir also machen können und müssen, ist, diese Tunnel sehr sauber zu halten. Das ist die einzige Möglichkeit, unser Wasser zu bekommen. Wenn der Wasserspiegel weiter sinkt, dann sind wir wirklich in Schwierigkeiten. Dann wissen wir nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Die Aktivisten haben sich bereits an einen der Großinvestoren gewandt. Doch bislang wurde jedes Gespräch abgelehnt. Das Unternehmen hat das Gesetz auf seiner Seite. Denn wer in Spanien viel Land besitzt, erwirbt auch das Recht auf eine große Menge an Grundwasser. Der amtlich eingetragene Eigentümer einer der Großplantagen ist die Firma Gesparta S.L. Carrión. Die Anschrift führt zum Firmengelände des europaweit agierenden Logistikunternehmens Grupo Juan Carrión. Über die Themen Olivenanbau und Wasserproblematik möchte man hier nicht öffentlich sprechen. Auch Aufnahmen vom Werksgelände dürfen nicht gezeigt werden. Fragen per E-Mail zur Bewässerung der Olivenplantagen werden nicht beantwortet. Mit dem Hinweis, dass der Plantagenbetrieb zwar der Carrión-Familie gehöre, aber mit der Carrión-Firmengruppe nichts zu tun hätte. Laut Katasteramt ist der Sitz der Plantageneigentümer aber genau an dieser Adresse. Auch in der nahegelegenen Stadt Sorbas sind die Großplantagen immer wieder Gesprächsstoff. Die Gemüsehändler Isabel und Diego kennt hier jeder. Und das Ehepaar kennt ganz Sorbas. Sie sind hier geboren und aufgewachsen. Sie wissen um die Ängste der Menschen. Wegen hoher Arbeitslosigkeit und Wassermangels sind auch hier viele bereits weggezogen. Die Menschen hier haben Angst, aber sie reden nicht darüber, sondern sie tragen es in ihrem Inneren. Früher bauten sie noch Gemüse an. Weil die Arbeit zu anstrengend wurde, aber auch wegen des Wassermangels, gaben sie auf. In der Mittagspause fährt Diego zu seinem Bruder Pepe. Ein tägliches Ritual. Pepe lebt außerhalb von Sorbas und ist Ziegenhirte. Die beiden Brüder sind mit den Tieren groß geworden. Eine Familientradition. Wow. Früher hatten sie viel mehr Tiere. Doch die Arbeit ist schwer geworden und der Ertrag niedriger, weil die Ziegen in der Natur immer weniger zu fressen finden. Das liegt nicht nur am mangelnden Grundwasser, sondern auch daran, dass es hier immer weniger regnet. Für das Wasser seiner Tiere muss Pepe mittlerweile 7 Kilometer weit fahren. Zu den Kosten von circa 1 Euro pro Kubikmeter kommen für ihn deshalb noch die Transportkosten. Das Wasser kommt aus dem Untergrund, aus einem Brunnen. Und dann wird es einen weiten Weg durch die Berge geleitet und dann in einem Becken gesammelt. Wenn man bezahlt, bekommt man etwas. Bevor Diego zurück in seinen Laden nach Sorbas fährt, nimmt er noch ein bisschen Ziegenmilch mit. In Sorbas ist auch Aktivist Pepe unterwegs. Er bereitet gerade eine Umweltkonferenz in Deutschland vor. Dafür führt er Umfragen durch. Und die bringen noch ganz andere Probleme zutage. Hola, buenas tardes, Pepe. Encantado volverte a ver. Igualmente. Después de tantos años. Lo que hay es que hay que denunciarlo. Públicamente. Was publik gemacht und verurteilt werden müsste, ist die Ausbeutung, die diese, ich will jetzt keinen Namen nennen, verursachen. Carrión. Ja, Señor Carrión und andere. Es gibt noch mehr. Und es gibt ja nicht nur die Brunnen, die zu Francos Zeiten gebaut wurden. Es gibt auch immer mehr illegale Bohrungen.
Das sollte verfolgt und angezeigt werden, damit wir wieder Wasser haben, weil der Wasserspiegel in den Brunnen um mehr als 70, 80 Meter gefallen ist. Diejenigen, die vor längerer Zeit gebaut wurden, sind ungefähr 150 Meter tief. Aber die meisten sind tiefer, 400 Meter? Nein, noch tiefer. Diejenigen, die tiefer als 500 Meter bohren, sind die Carrions und die anderen Investoren. Ja, sie sind bis ans tiefe Grundwasser gegangen. Ja, genau. In dieser Tiefe liegt das fossile Grundwasser. Ist es leer gepumpt, füllt es sich nicht wieder auf. Ein weiteres Problem, das Leitungswasser hat einen hohen Chlorgehalt. Anders als in den meisten Gegenden Spaniens ist es deswegen ungenießbar und auch nicht zum Kochen zu gebrauchen. Einmal am Tag kommt deshalb der Wasserwagen nach Sorbas. Das Wasser bekommt mir nicht. Ich bekomme davon Magenschmerzen. Die Großplantagen bieten den Menschen vor Ort kaum Arbeitsplätze. Deshalb zieht die Jugend weg. Ein ehemaliger Landwirt erkundigt sich bei Pepe nach dem Wasserverbrauch auf den Plantagen. Es überrascht ihn, wie hoch der Verbrauch tatsächlich ist. Wenn wir bald kein Wasser mehr haben, ist das hier das Ende. Dann werden sie das Wasser von Carbonera bringen und man wird dafür zahlen müssen. Vorher gab es hier sehr viel Arbeit in der Landwirtschaft. Die Menschen hier haben schon immer in der Landwirtschaft gearbeitet. Den Boden bestellt, ausgesät, sie hatten Schweine und Ziegen und nun ist alles verlassen. Die Kinder des Landwirts arbeiten alle im Ausland. Für weitere Informationen über die Lage in Sorbas geht Pepe zum Laden von Isabel und Diego. Woher ihr Olivenöl stammt, wissen sie selbst nicht so genau. Denn die Plantagenbesitzer schreiben ihre Namen nicht auf die Flaschen. Natürlich ist man wieder beim Thema Wasser. Wenn immer mehr Wasser von den Quellen genommen wird, ist irgendwann nichts mehr übrig. Das ist wie mit dem Geld. Wenn du Geld hast und immer wieder davon nimmst, bleibt nichts mehr übrig. Einerseits gibt es in Europa wenig Bewusstsein für das, was in Spanien passiert, aus geografischen Gründen. In Europa ist das Thema Austrocknung unvorstellbar, weil es in Europa viel Wasser gibt, aber man hat keine klare Vorstellung davon, was hier vorgeht. Am späten Nachmittag führt Diegos Bruder Pepe seine Ziegen aufs Feld. Jeden Tag zur selben Zeit. Seit 40 Jahren. Das ist ein Problem. Wenn nichts wächst, haben die Tiere nichts zu fressen. Sie suchen grünes Gras, aber hier ist nichts. Schon gar nicht im Sommer, wenn es nicht regnet. Aber in letzter Zeit gibt es auch kein Gras mehr zu den anderen Jahreszeiten, im Frühling oder Herbst. Auch dann müssen wir sehen, wo wir Wasser herbekommen. Es ist fast wie in der Wüste. Sachverständige der Europäischen Union wissen um den Notstand. Sie versprechen, das unterirdische Wasserreservoir und den Fluss Rio Aguas bis 2027 wieder in den Urzustand zurückzuversetzen. Doch dafür müssten viele Olivengroßplantagen sofort geschlossen werden. Bisher ist jedoch nichts passiert. Am nächsten Tag fährt David Dean zusammen mit zwei Umweltaktivistinnen nach Almería zur Universität. Sie wollen sich Rat und Unterstützung von einem Experten holen. José María Calafora ist Professor für Geologie und Umwelt und tritt für die Wasserrechte der Bevölkerung ein. Hola.
Reden wir erst über die Sitzung mit der Umweltbehörde und dann darüber, wie wir die Demonstrationen angehen, damit es mehr Druck gibt. Ich glaube, dass die Umweltbehörde uns unterstützt. Die Umweltbehörde wird sagen, dass sie nicht genug Mittel haben, um das Problem zu lösen. Dann müssen wir auf andere Aspekte bestehen. Das können dann auch rechtliche Aspekte sein. Diese Linie müssen wir dann beibehalten. Wir brauchen ein starkes Druckmittel, wie die rechtliche Schiene. Es ist ein erster Schritt. Wir sind die Ersten, die zur Behörde gehen, um nach unseren Rechten zu fragen. Ja. Können Sie Ihr Recht am Wasser geltend machen? Auch um die Quellen in Ihrem Tal zu schützen? Die Situation ist momentan die schlimmstmögliche. Ich bin diesbezüglich Pessimist. Die Regionalregierung von Andalusien, die verantwortlich ist für das Wasser, hat schon vor langer Zeit gesagt, dass der Grundwasserleiter übergenutzt wird. Er ist der am stärksten genutzte in ganz Andalusien. Sie haben das schon vor 10 Jahren gesagt und es vor 5 Jahren wiederholt. 2015 hieß es, dass die Übernutzung 300% beträgt. Das bedeutet, dass es schon seit langem keine Lösung für dieses Thema gibt. Daher muss man aktiv werden, weil eine der wichtigsten Quellen ganz Europas verschwinden könnte. Im Falle des Wassers brauchen wir, speziell in trockenen Gegenden wie Almería, eine maßgeschneiderte Gesetzgebung, um das wenige restliche Wasser zu erhalten. Die Gesetze lassen sich ändern. Die Gesetze ändern sich, weil die Bürger dies fordern. Man kann nicht sagen, ich kann nicht, weil es dafür kein entsprechendes Gesetz gibt. Los Molinos war bis vor einigen Jahren ein verlassenes Dorf. Die Häuser drohten zu verfallen. In den 80er Jahren ließen sich dort Umweltaktivisten und Studenten aus Europa nieder, um das Dorf zu sanieren. Unterstützt wurden sie dabei von der spanischen Regierung, die ihnen die Häuser zu günstigen Konditionen überließ. Das Dorf erwachte zu neuem Leben. Aus den baufälligen Häusern wurden Ateliers, Werkstätten und Treffpunkte für Künstler. Heute ist in Los Molinos der Musiker Jorge Yacunde zu Besuch. Mit seinem Freund Tim aus Deutschland möchte er einen Song komponieren, um damit auf die Wasserproblematik aufmerksam zu machen. Toma más agua. Y conocí a mi amigo Timbe. Ich kenne Tim von einem Musikfestival. Das fand im Naturschutzgebiet Cabo de Gata statt. Und wir kennen uns, weil er das Festival mitorganisiert hat. Ich habe eine Reggae-Band und weil Tim auch Musik macht, stehen wir seitdem in Kontakt. Jorge hat bereits die ersten Zeilen des Songs fertig. Jetzt geht es vor allem um den Refrain, der eingängig sein muss. Agua, sí, señor. Agua. Eso es importante. Sí. ¿Y cómo va? Und wie geht die Strophe? La frase. Esto iría como, vamos a ver. Queremos agua, sí, señor. Agua. Toma más agua. Ich schreibe einen Reggae-Song. Reggae-Musik. Wir komponieren den Song als eine Art von Protest, der weltweit gehört werden kann. Heutzutage ist es aufgrund der sozialen Medien leichter, auf Probleme aufmerksam zu machen und gesehen oder gehört zu werden. Sofort. Wir wollen so viele wie möglich auf dieses Wasserproblem aufmerksam machen. Personas muy conscientes, el agua se agota, ecosistema explota. Agua, sí señor, agua. Währenddessen wässern die Bewohner des Dorfes ihre Gärten. Agua, sí señor.
Die Studenten aus ganz Europa pumpen dafür das Wasser aus dem Tunnel. Doch der Wasserdruck ist zu schwach. So müssen sie selbst Hand anlegen. Wenn der Wasserfluss normal ist, benutzen wir diese Bewässerungsleitung. Und dann ist es einfach, die Gärten zu bewässern. Aber wenn der Wasserdruck sehr niedrig ist, was oft der Fall ist, dann ist die Leitung nur halb voll. Dann müssen wir alle 12 Gärten von Hand wässern. Oberhalb der Gärten arbeitet David an seinem Umweltblock. Kürzlich hat er auf einem Spaziergang in der Nähe der Quelle Bulldozer gesehen. Er war sofort alarmiert und machte Fotos. Ich konnte diese beiden Bulldozer sehen. Der eine hier drüben, der andere dort. Dieses Areal wurde gerodet. Ich dachte noch, okay, vielleicht beseitigen sie die komplette Vegetation. Das wäre für uns ein Riesenproblem. Und dann sah ich, dass die Fläche riesig war. Wenn ich hier herauszoome, sieht man den Schaden. Das war ziemlich dramatisch. Kurz hinter Los Molinos entsteht gerade eine neue Plantage, mitten im Naturschutzgebiet. Wir haben diese enorme Entnahme von Wasser. Und es ist bisher nicht möglich, genaue Auskünfte von der Umweltbehörde darüber zu bekommen. Wir, die Bürger, haben ihnen die Verantwortung übertragen, die Umwelt zu schützen. Sich um das Wasser zu kümmern, das ist ja eine staatliche Aufgabe. Das Wasser wird der Bevölkerung zugänglich gemacht und erst danach der industriellen Landwirtschaft. Doch hier ist es genau umgekehrt. Zuerst kommt die industrielle Landwirtschaft, dann die Menschen. Und die Menschen hier haben kein Wasser mehr. Laut Umweltbehörde ist die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung egal. Ob einfacher traditioneller Anbau oder superintensive Plantagen, es wird keine spezielle Genehmigung gefordert. 23 Hektar Land wurde komplett gerodet. Es gibt keine Vegetation mehr, keine Bäume mehr, kein Leben. Die Fläche wird für eine superintensive Plantagennutzung vorbereitet. Für uns ist diese Aktion der erste Schritt. Und wir müssen ihn machen, weil uns nur noch so wenig Zeit bleibt. David und einige Anwohner wollen ein Protestplakat anbringen an der frisch gerodeten Plantagenfläche, direkt hinter ihrem Dorf. Nur 800 Meter von Los Molinos entfernt. Diese Fläche war vorher bewachsen, mit Feigenbäumen, mit Natur. So wie hier überall Natur rundherum ist, war dies auch mal Natur. Wir wissen, dass die extreme Wassernutzung Quellen in der ganzen Region austrocknen lässt. Dies hier ist unsere letzte Quelle und unsere letzte Chance. Noch ist nicht ganz klar, wer hinter dieser Plantage steckt. Mit einer Fotoaktion in den sozialen Medien wollen die Aktivisten für Aufmerksamkeit sorgen. Für David und die anderen Bewohner rückt mit der neuen Plantage mitten im Naturschutzgebiet die Gefahr näher. Los Molinos droht das gleiche Schicksal wie anderen bereits verlassenen Orten. Mehr noch, eine Region mit 30.000 Menschen könnte sich in eine Wüste verwandeln, wenn nicht bald etwas geschieht und der industrielle Anbau eingedämmt wird. Pepe Rivera will nun zusammen mit anderen Umweltorganisationen eine Petition an die EU richten. Die Situation des Grundwasserleiters hier ist dramatisch, weil das Wasser versiegt, wenn es nicht schon versiegt ist. Wenn dies so kommt, bleibt hier nichts mehr übrig. Das Einzige, was bleibt, wird die Wüste sein. Agua, sí señor, agua, dame más agua.